Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Bioshock. Ich bin der Forum, wir spielen Jack und wir sind hier bei Apollo Square, wo wir auf der Suche nach einer Chemikalie sind, die uns einerseits von den Gedankenkontrollenfähigkeiten eines erst netten, dann wahnsinnigen Deppen freien soll und uns die Kontrolle über unsere Plasmide zurückgibt. Jo, das soll es ziemlich sein. Seht ihr, ich habe keinen Plan, was ich mache. Jo, Flammen. Die Leute stehen immer auf Flammen. Zeit für was Leckeres! Oh. Zeit für was Leckeres. Zeit für Headshot. Naja, das ist Headshot. Ach, schnell, mach einfach. Meine Fresse. Hört ja mal auf mit dem Scheiß, Alter. So. Wie wir sehen können, können die Lampen mir nichts anhaben. Tolles Ding, oder? Okay, ich denke mal, ich nehme dich auch gleich aus. So. Schauen. Mit Splittergranaten. Granaten. Feuer. Keine schlechte Idee. Nein. Doch. Rettern. Bäh. Nein, 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 nein. Doch. Danke, Mister. Ja, ich weiß. Ich helfe gerne den Schwächeren. Ja, und ich fotografiere dich mal noch. Bam. Dö-dö. Subjekt ist tot. Kann ich auch nichts machen. Ich kann ja auch noch fotografieren. Blöp. Jo. Vielleicht sollte ich doch mehr fotografieren. Ich habe noch zwei von diesen Hämmchen probieren. Dort oben steht eine. Verdammt, Headshot-Chance verpasst. Dafür mit zwei Schuss. Es ist kein Headshot, aber es ist wenigstens besser als gar nichts. Und einfach hier lang. Ich befolge alle seine Gebote. Ich befolge alle seine Gebote. Alle seine Gebote. Oh, komm schon. Das ist doch echt. So eine dämliche Munitionverschwendung hier. Falls es euch auffallen sollte. Ich schneide jetzt relativ oft, also ihr werdet ja so oft mal solche kleinen Aussetzer sehen. Das hat zu bedeuten, dass ich einfach mal nur kurz für Apps angehalten und weiterlaufen lasse. Denn möglicherweise treten dadurch keine Desyncs auf und ich weiß, dass diese Leichen nicht echt sind, deswegen... Maschine wurde gehackt. Ihr habt zu viel gesoffen, würde ich sagen. So. Okay, den Typen habe ich nur in den Schuh geschossen, aber es scheint ihn auch umgebracht zu haben. Gratuliert mir. Die Person irgendwie.
stirb doch. Ach, komm schon, wie kann ich dich denn bitte nicht treffen, ha? So was Jämmerliches. Oh Gott. Ich weiß, dass deine Kamera ist. Deswegen. Fick dich. Da ist er. Schick dir doch mal selbst irgendwie. Schrotflinte. Hier steckt der kleine Sünder. Genau hier. Das habe ich gehört. Hast du gehört? Hast du etwa Supersinne? Wer starb für meine Sünden? Redet ihr von Jesus? Jesus kannte mich noch nicht mal. So. Und immer weiter, immer weiter. Scheiße! Wo ist er hin? Wer will sich denn hier verstecken, meine lieben Leute? Nein, ich möchte nur hier rein. Zu diesem. Zu dieser Bohrerleiche. Jo. Und mir die Chemikalie holen. Yay. Abspielen. Klinischer Versuch, Protector System Plasmid, Charge Nummer 255, Dr. Souchon, Kunde Ryan Industries. Ein sehr frustrierender Tag. Ich kriege die verdammten Big Daddies einfach nicht auf diese kleinen Türen geprägt. Die Beschützerhaltung baut sich einfach nicht auf. Papa, ja, hau ab! Vielleicht werde ich dieses genetische... Papa, weg da! Papa, 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 du dreckiges kleines Miststück! Tja, das war das Ende von Dr. Souchon. Weiß, dass du keine echte Leiche bist, Alter. Deswegen. Stirb. Und vielleicht war eine echte Leiche. Und ein anderes Tier war kein echter. Siehst du immer noch so? Was, du warst eine echte Leiche? Ja, dann gab es aber auch noch unechte Leichen. Vielleicht hast du dich auch nur später als echt leicht getarnt. Na, egal. Jetzt bist du tot. Und das ist doch gut so. So, und jetzt einfach wieder zurück. Ja, ja, lass mich hier in Ruhe. Ich hab keinen Bock auf deinen Scheiß.
mir einfach irgendwas. Für meine Sünden. Ganz genau für meine Sünden. Also ich will jetzt zwar nicht durch die Level durchrennen, aber ich habe eben. Ich habe das jetzt schon zweimal 2 Stunden aufgenommen und. Oder anderthalb reicht. Das war eine Menge. Stirb. Stirb. Wow. Oh. Sonst. Ja, hier, stirb. Wow. Oh. Ja, was ist das für dich? Ich bitch, Alter.